Wir sind heute mal LKW-Fahrer in Notruf Hamburg. Alles, was wir machen müssen, ist einfach auf die Karte gehen und dann hier oben zum Hafen, da ist der LKW und die LKW-Firma. Dann einfach hier reingehen, mit dem Typen reden und die Schicht starten sofort. So, wir wollen auf jeden Fall, was wollen wir machen? Auf jeden Fall ein Juwelier, komm. Wir machen einmal Juwelier und dann müssen wir einmal kurz hier zum Kasten hin, da wo LKW steht. Da nehmen wir natürlich erstmal den Artego hier, den Mercedes, zack, Fahrzeug spawnen. Zack, und dann fahren wir mal kurz die Schicht dorthin. Wir sind ein bisschen sehr nah dran hier, aber okay. So, einmal kurz Tür auf und dann ab dafür. Und natürlich noch ein Licht an, weil es hier einfach mal wieder dunkel wird natürlich. Und fahren dann einmal kurz im natürlich krassen Verkehr hier einmal kurz hier durch zu unserer Aufgabe. Wie gesagt, das Navigationssystem zeigt uns natürlich, wo wir hinten müssen. Einmal kurz hier rum und dann einmal kurz durch den, ja, verkleinerten Elbtunnel, sagen wir mal so. Ne? Wir haben letztens gesagt, das ist nicht der Elbtunnel, der ist viel länger. Ja, aber ne, wir müssen das ja irgendwie Roblox-mäßig Größen halten. Ne? Das fangen wir jetzt mal kurz hier durch den Elbtunnel. Natürlich Rechtsgebot hier halten und natürlich jetzt hier immer schnell um die scharfe Kurve hier rum. Hoppala. So, passt jetzt ganz schmeidig mit dem LKW. Und mit dem können wir anscheinend Touren fahren. Das heißt, wir müssen mal kurz hier hochkommen. Na, komm, schafft es, ohne abzuknüppeln. Komm, komm, komm. Sein guter LKW. Komm, komm, komm. Oh, ja. Ja, 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 ja. Perfekt. So. Oben ankommen. So, schnell rüber. Das ist noch 10, bitte. Abgezählt. Ja. Perfekt. Dann müssen wir kurz hier lang. So, wo ist hier? Wir müssen jetzt nach rechts. Wir blinken natürlich nach rechts, weil wir sind natürlich hier ein vorbildlicher Bürger. So, kurz mal rechts geblinkt. Und dann natürlich einmal hier abgehen. Da ist schon der Marker. Da einmal kurz müssen wir unsere Lieferung hier abladen. Sind wir drin? Ne, wir sind nicht drin. Jetzt sind wir drin. Ah, jetzt hat es funktioniert. Perfekt. So. Und jetzt ja, können wir halt wieder zurückfahren. Nämlich da ist auch schon die nächste Lieferung, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Genau. Also die nächste Lieferung, die ist am Hafen. Wir fahren jetzt noch kurz mal zum Hafen hier hoch. Geht mir ein bisschen so ETS-Vibes, wer das Spiel kennt, Eurotransimulator. Lass mir so ein bisschen die Vibes, hör auf zu hupen. Ja, ich fahre mal kurz nach hier oben lang. Mal gucken, wie viel Geld dadurch machen auf jeden Fall. Mal kurz hier in die Ecke. So, natürlich. Oh, nein. Oh, ich habe vergessen. Die Handbremse ist nicht wie bei anderen Spielen auf der Space-Taste, sondern einfach bremsen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es passt schon. So, einmal kurz hier um die Ecke fahren. So, perfekt, passt. Oh, jetzt nimmt das Ganze, ja, 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 was soll ich dazu sagen, ne? Jetzt fahren wir kurz mal hier lang. Jetzt kommen wir natürlich vorbeigescheppert. Mit dem richtigen Verkehrsszenario nicht zu vergessen hier. Wir fahren gerade 95 km/h, das ist schon ein bisschen sehr schnell. Oh, halt an! Hallo, was soll das? Oh Gott. Ganz, ganz viele Idioten auf jeden Fall hier unterwegs. Also, wie gesagt, mit dem LKW lohnt sich auf jeden Fall hier mal kurz hochzufahren. Komm, 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 komm. Perfekt. So, dann fahren wir kurz in den Hafen rein. Der Winkel kommt ein bisschen manchmal eng vor, aber es passt, glaube ich, schon. So, nochmal ab hier wegen. Wollen wir den Blinker einfach anlassen. So, einmal kurz hier rum. Oh, da ist ein Feuer sogar. Deswegen wollen wir anscheinend hier hin. Bei dem Feuer, bei dem süßen, kleinen Hafengebiet hier. Wo ist das? Da drin, okay. Da ist anscheinend irgendwie unsere Lieferung. So, mal gucken, wie wir da reinkommen auf jeden Fall. Ich glaube, hier kommen wir mal rein, ne? Kann das sein? Hier kommen wir irgendwie rein, genau. Hier ist der Eingang, also immer hier hinten rumfahren und dann einfach hier reinfahren und dann stehen bleiben. Mal kurz stehen bleiben. Hopp. Perfekt. So, und wir wollen, wo wollen wir hinliefern? Das Beste natürlich, also zum Hafen, nee, was war das? Hafenterminal 3 zu irgendwo anders hin. Auf jeden Fall müssen wir natürlich aufladen. Wir müssen das mal wieder aufladen. Das heißt, wir müssen mal kurz hier hin. Einmal kurz drehen, einmal wenden, Gas geben und dann einmal kurz hier beim Schiff aufladen lassen. Und dann fahren wir uns in der nächsten Destination. So, einmal kurz hier rein. Kurz stehen bleiben, wenn möglich. Perfekt. So, und jetzt fahren wir zum nächsten. So, wir müssen jetzt wohin fahren? Nach ganz unten zur Polizeistation. Das meistern wir easy. Tank haben wir noch genug. Autos noch in vollem guten Zustand. Das wird hinhauen. So, einmal kurz hier rumfahren. Perfekt. Und jetzt müssen wir, Navigation sagt... Oh, nicht so schnell. Ach, genau, deswegen. Einmal links abbiegen. Das heißt, wir blinken natürlich links. Gucken, dass natürlich keiner kommt hier. Kommt keiner, perfekt. Und dann einmal kurz in die Kurve. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, auf jeden Fall bei so großen Fahrzeugen in Emergency Hamburg oder Notruf Hamburg, wie man es nennen will, ist auf jeden Fall, dass die Straßenschilder ein bisschen nerven. Also die Straßenschilder kann man doch wenigstens eventuell umfahrbar machen oder halt, dass man da durchfahren kann. Das wäre die einfachste Methode. Weil manchmal bleibt man echt sehr krass hängen in den Teilen und das ist wirklich das kleinste, nervigste, wo man dann hängen bleibt. So, einmal kurz wieder hier hochfahren. Komm, das kriegt er hin. Das schafft er. Kein großer Aufwand. Komm, komm, komm. Und... Ja, easy. Easy, easy, easy. So, dann gucken wir mal. Der ist hier hochgekommen. Dann gucken wir mal. Oh, hier ist ein Blitzer. Nicht so schnell. Na, super, das war's mit dem Blitzer auch wieder mal. Auf jeden Fall, wollte gerade sagen, nicht so schnell fahren. Aber das hat sich dann auch wieder gegeben. So, einmal kurz hier abbiegen. So, oh, viel zu schnell. Oh, passt aber schon. Und einmal hier auf die
Ladefläche. So, mal stehen bleiben. Na, nee, zählt nicht ganz. Muss schon drin sein. So, perfekt. Wir liefern, was am besten bringt. Ja, komm, machen wir was anderes mal. Hier, zum Gefängnis. Wir liefern mal zum Gefängnis. So, jetzt müssen wir hier wenden. Oh je. Wir müssen jetzt hier wenden. Einmal kurz hier wenden. Komm, perfekt. Einmal kurz hier lang. Komm. Perfekt. So. Dann fahren wir kurz auch mal da lang. Einmal kurz nehmen dieses Schild. Da, das meine ich, dass der LKW ist ein bisschen am Schild hängen geblieben. Das ist das Problem halt, dass der mal ab und zu hängen bleibt. Wie gesagt, wäre natürlich geiler, wenn er nicht hängen bleiben würde. Aber, Blitzer. Aber auf jeden Fall, das war die einzige Sache, die man hier eventuell noch ein bisschen beheben könnte. Weil Straßenschilder erkennt mit schnellen Autos. Da bleibt man kurz noch schnell dran hängen. Das ist das Einzige, was halt ein bisschen manchmal nervtötend ist. So, einmal kurz hier abliefern. Das geht eigentlich ganz schnell. Einmal kurz bremsen. Perfekt. Und dann dürfen wir jetzt auch wieder zum Hafenterminal fahren, wie ich es richtig sehe. Warte mal, kurz gucken. Karte. Wir müssen... Ah, nee. Zum Gefängnis. Stimmt, da war ja was. Das Gefängnis haben wir ja ausgewählt. Das heißt, wir fahren mal kurz schnell zum Gefängnis hin mit dem LKW auf jeden Fall. Muss man mal Geld an und ein bisschen beobachten gleich. Wir haben hier auscashen natürlich. Oh, das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen ein doofes Szenario. Aber das schaffen wir. Mal kurz in die Ecke. Wo soll ich denn abliefern? Im Gefängnis? Ja, ein bisschen, bisschen gerade schwer hier. Einmal kurz wieder durchlassen. Der LKW-Fahrer muss hier durch. Und mach auf. Oha. Komm. Lass mich rein. Perfekt. So, und einmal hier im Gefängnis die Kleidung der Gefangenen bringen. Perfekt. Reicht. Und wir fahren mal nach Haus 3. Haus 3 ist interessant an. Komm, wir fahren mal nach Haus 3. Das ist so ein bisschen, ja, da kann man sagen, wie ETS, nur im Kleinformat. Das ist wie ETS im Kleinformat. Kann aber der Aufwand jetzt nicht so rammen. Ich will hier durch. Hallo? Und dann fahren wir mal kurz hier über das Gras. Das ist natürlich nicht illegal, ne? Aber wir machen es mal kurz einmal. Und einmal kurz hier ein bisschen wenden. Ich bin hier Schäferei gerade am Start. Nicht so geil. Aber das macht nichts aus, denn wir sind natürlich hier der LKW-Fahrer. Natürlich hobbyberuflich mäßig. So, und müssen auf Blitz achten. Nicht, dass ich jetzt wieder geblitzt werde für nichts. Wir abkürzen mal ein bisschen. Ne, ist ja keine Polizei da. Wir dürfen da. Oh, boah. Wir dürfen das. So, ich war fast am Schild hängen geblieben. Wir dürfen das. Das haben wir kurz ein bisschen abgekürzt. Und jetzt müssen wir irgendwo hier am Haus das abliefern. Ich weiß nicht, wer so einen großen LKW braucht dafür. Aber wir lassen es mal auf dem Raum stehen. Ein LKW-Fahrer. Oh, nee. Der blockiert jetzt. Das ist ja natürlich ein bisschen doof, oder? Ja, okay. Er blockiert minimal. Aber ich konnte den. So, jetzt aber. Ich konnte gerade ein bisschen wegrammen. So, einmal kurz hier raus und dann einfach hier gleich wieder, ja, um die Ecke fahren eigentlich, da wo wir schon herkamen. Einmal im Kreisel. Hallo, was schneidet mir die Wabern? Was soll das jetzt hier? Finde ich jetzt frech, ey, du. So, einmal kurz hier um die Ecke und dann geben wir Gas. Und dann müssen wir dorthin. Einmal kurz hier wieder skippen. In der Hoffnung, dass ich nicht irgendwas crashe. Genau das meine ich. Das meine ich halt, dass dieses kleine Schild meinen ganzen fetten LKW aufgehalten hat. So, abgeholt und dann jetzt einmal kurz abliefern. Einmal kurz hier raus. Machen wir das Tor auf wieder. Perfekt, ich bedanke mich. So, einmal kurz hier raus. Achso, das ist genau gegenüber. Hä? Okay, das ist eine komische Route, aber okay. Nein! Ich häng fest! Nein! Och nee, als ob jetzt... Oh, ich häng am Stein fest. Und hier mal ein kleiner Trick und Tipp. Nämlich mit dem Handy, das übermächtig ist, kann man einfach so einen ganzen LKW mal kurz wegziehen. Also wenn man hier mal wie ich irgendwie so als Dulli hängen bleibt, dann muss man einfach noch ein bisschen hier mit dem Handy spielen und dann kann man schon den LKW da rausziehen aus seiner Situation. Ich glaube, das müsste eigentlich jetzt auch hier gleich funktionieren. Oder vielleicht mal den Reifen drücken. Ah, den Reifen. Hier, genau. An den Reifen geht es am besten. Das heißt, wir drücken mal kurz hier den LKW raus. Das ist so ein kleiner Lifehack, würde man sagen. So, perfekt. Mit der Macht des Handys ist alles hier möglich. In Notruf Hamburg. Ganz einfach. So, guck mal. Ich habe gar nicht irgendwie 5 Minuten gebraucht, das Auto da rauszukriegen, weil der Baum natürlich auch Collision hat. Aber einmal kurz hier stehen bleiben und perfekt. So, was nehmen wir jetzt nochmal hier als letztes? Machen wir mal Polizeistation Windturbines, also die Windturbinen. Oh Gott. Oh. Oh, hoppala. Oh, joi. Einmal kurz hier schnell anhalten. Perfekt. Und jetzt wieder rückwärts rausfahren. Jo, danke, haben wir die Schranke auf. Und dann zu den Windturbinen. Ah, oh, Mann, dieses Straßenschild, ne? Oh, Mann. So, jetzt aber. Aber zu den Windturbinen müssen wir jetzt hin. Da müssen wir jetzt hin. Guck mal, das ist... Oh, das geht doch einigermaßen. Einmal komplett hier, einmal zickzack fahren. Das ist doch einfach. So, ein bisschen rollen lassen. Natürlich, wir hängen bleiben am Straßenschild, da kennst du nicht. Oh ja, ihr könnt in den Kommentar reinschreiben, ob ihr auch dieses Problem habt, diesen Straßenschild, und dass die auch so derbe mies halt nerven, wenn man dagegen fährt. Aber wir müssen jetzt mal hier geradeaus und dann die nächste, auf jeden Fall die erste... rausfahren. Hinten sind schon die Windturbine 2. Darf man mal kurz noch schnell hin. Einmal Gas geben. So, drüber da. Und dann, ach komm, die Strafe holt mich jetzt für euch rein. Katsching. Das waren jetzt 100 Dollar. 100 Euro, meine ich eher gesagt. Mal kurz hier die Strafe kassiert. Und jetzt einmal hier um die Ecke raus. Oh, Blitzer. Nein. Oh, den wollte ich auch nicht mitnehmen. Ach, dann nehme ich mir das von hinten. Ach, Mann. Dieser doofe Feuerwehrmann. Hau ab.
Können wir eventuell über das Gras da reinfahren? Das wäre richtig cool. Hoffen wir mal, wir gucken mal. Oh. Noch kurz hier Slalom fahren. Ja, das geht sogar. Perfekt. Das funktioniert. Also wenn wir von da kommen, ist auch nicht schlimm. Wir haben hier... Oh, ich fahre immer relativ. Ich denke immer an der Handbremse mit der Space-Taste. Dann kriegen wir das hin. Und nochmal Hand halten. Und perfekt. Ja, nice. Kann man das irgendwie ablehnen hier? Nein, kann man nicht. Okay, das heißt, wir müssen das auswählen und dann können wir erst uns zum HQ wieder hier hinfahren. So, jetzt sind wir mal angekommen hier am HQ. Wir gucken mal kurz, was bekommen wir, unsere Schicht jetzt hier beenden. Aktuelles Verdienst 2870. Ja, plus jetzt die Strafe, die wir aufgenommen haben, das sind ungefähr 300. Also gehen wir jetzt ungefähr 2570 hier raus auf jeden Fall. Und dann haben wir schon unser saftiges Geld.